Willkommen zurück zu Starfield. Ich bin euer Firobo und wir sind immer noch auf diesem komischen seltsamen Planeten, wo wir Notruf empfangen haben. Wir haben festgestellt, dass hier irgendwelche Her damit, das ist mein. Promis, so alte Politiker, anscheinend als Klon wiederbelebt wurden. Er fehlt ein bisschen grinsig werden, ja cool. Übrigens immer hier immer wieder mal jetzt gelöscht, was wird immer mehr. Weil mir sind ja diese ständigen Buckler aufgefallen, aber es hat irgendwie auch nichts hiermit zu tun. Ihr seht es ja, ich kann alles löschen. Es bringt nichts. Oh, mein anderes Bild, das ich gemacht hatte, da sieht man es mit dem Regen, weil das Regen war echt schlimm. Bild im Regen machen ist kacke, weil der Regen echt kacke aussieht. Da wollte ich einfach mal zeigen, was ich alles so an Tierchen getötet habe, weil ich hatte schon damals schon krassere Bilder gehabt. Wirklich alles voll war. Das finde ich auch interessanterweise. So, wenn die jetzt Kadaver da liegen und so weiter. Das Spiel läuft trotzdem flüssig weiter im Verhältnis. Die Überrockler kommen von irgendwas anderem. Muss man einfach mal sagen. Gut, was ist da hier unten drin? Cool, die Metten. So, was haben wir hier? Voll am Kacken hier? Ne, das sind Duschen. Ups. Ja, die kacken mich überall in die Dusche. Ihh. Meine. Das ist doch was für mich, oder? Bin ich jetzt entdeckt oder verborgen? Bin ich jetzt? Und Server macht die wieder voll Radau. Hm. Ach, ich werde krass in meinem Tarnskill und so weiter. Also es ist irgendwie so, ja. Nicht like Skyrim. Bei Skyrim kannst du wirklich vor die Leuten ducken von. Und die konnte ich nicht sehen. Na gut, du musst, glaube ich, auch noch die Nachtrüstung anziehen oder so, wie die Dinger hieß. Was ist das denn da? Die Leute sind auch komisch. Die ganzen Nieren spinnen. Doppelknochenohren. Hm. Die Starfield-Farben. So. Ich war mir hier auch schon drin, ja, ne? Hier waren wir noch nicht. NPC! Gehen wir ran. Pragmatika, der Glaube, ich spreche mit Ada, bla, blieb. Ob man das noch was bringt, aber hey. Da sieht man das aus. Ja, wünsche ich, die mich mitnehmen dürfen. Hieß denn? Oh, ist ja offen hier, ne? Wieso verteilen wir denn hier? Die Shell-gedämpfte Waffe. Zack, zack. Die snackt da bis sie mir. Munitionskoffer, der leer ist. Wow. Bringt mir einem irgendwie nichts, ne? Wenn die Munition leer ist. Hm. So. Ah, die Katze hat Hunger. Katze wäre ein Snacko. So, dann sind wir auch hier fertig. Ich hab mir überlegt, was soll ich mal mit den Leuten. Die Abtrünnigen nutzen. Oh ne, die sind alle gleich. Ja. Die sind irgendwie immer gleich. So, wir haben hier verschiedene Questmarker. Sprich mit, also mit Genghis Khan und okay. So, haben wir da noch weitere Häuser hier, weil da waren wir da drin. Hm. Hier waren wir noch nicht drin. Ach, er ist hier, okay. Oh, Nährstoffe, danke. Hallo. Ich hoffe, du beehrst mich bald mal wieder. Das ist eine Katze. Und eine Ente. Was haben wir hier? Ein Ventilator. Die anderen Gesellschaften wieder nicht. Okay, ihr seid Abhängige. Das ist ein Gefängnis, fertig. Achso, ihr trefft euch, oder? Okay. Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht. Sie, obwohl die sich ja scheinbar irgendwie nicht mögen. Die haben Solitär gespielt. Die Mission wird eines Tages gelingen. Hm. Okay. Das hat er da richtig gelegt. Wenn man Solitär so legen könnte, das ist ja auch cool. Mal eine Runde Billard spielen, ist auch schön. Also ihr seid hier und kommt trotzdem einfach zusammen und... Wozu? Wenn ihr euch alle leiden könnt. Das, oh, okay, das war ich nicht. Es ändert sich etwas. Das spüre ich. Okay, hier ist überall so abgesperrt. Die Glaubenden werden gewinnen. Das ist vorherbestimmt.
Okay, cool. Und mal speichern. Wenn das Auto speichern mich lässt. Zack, zack. Knacken wir uns mal die Tür hier auf. So, zack. Und dann eins haben wir ja wohl. Sonst, zack. So. Ein Zweier dahin. Ja, also haben wir ja mehr als genug, scheinbar. So, und da einfach und. Ja, doch der. Oder sagen wir, ich vertan mich. Woher weißt du, wie man Schlösser knackt? Aber eigentlich will ich es gar nicht wissen. Das ist so ein Mikro-Terra, hätte ich auch gerne, ey. Wenn die Viecher sich bewegen würden, wäre das noch cooler. So, was haben wir da? Melia Hard Outfit, okay. Machen wir die Tür wieder zu. Tschüss. So. Was ist das hier? Aber ja klar, die mir die Tür aufmacht. Habe ich mir schon gedacht. Deswegen habe ich. War ich extra vorsichtig. So. Also sehen wir mich natürlich alle hier, ne? Emma Wilcox, du bist mir echt im Weg, ne? Ich würde ja so gern. Das würde keiner mitkriegen. Bis auf Sarah. Aber ich glaube, kann die Shotgun nicht nehmen, die ist stärker. Könnt ihr mal bitte aufhören, mich anzustarren? Ey, Junge, haben die nichts Besseres zu tun, als mich den ganzen Tag anzustarren, oder was? Ich würde gerne Steine werfen können, um die abzulenken. Dann kann die mich da hinten sehen. Ja, da denke ich mir auch gerade. Könnt ihr euch mal alle verpissen? Was ist denn bei euch? Wie kann man nur so nervtötend sein, so demonstrativ sich denn stellen? Lass das lieber, bevor du noch jemanden triffst. Ich werde aus der Tür rausgeschossen. Hallo? Meine Waffe trifft doch nicht mehr. Diese Tüte in der Tür, ne? Zieh mir sofort auf den Sack. Ich komm mal auf mein Herz rein, jetzt kommt Scheiß drauf. Wo ist das denn Herz da? Zack. Yo! Pfeifen, die machen ja voll den Schaden plötzlich. Das ist die härteste Verteidigung, die ich bis jetzt erlebt habe. Muss ich mal sagen. Raus. Ich weiß gar nicht, dass das Deckungssystem ist. Das ist ja umgesochen.
Wir machen davon neu. Junge, Junge, Junge. Aber das war immer ein harter Kampf im Verhältnis. Olivia? Olivia? Runter! Runter! Madame. Runter vom Tisch. Runter vom Tisch. Danke. So. Eben schon die Katze vom Tisch runterjagen. Ist ja nichts zu suchen. Ach guck mal, da geht ja. Jetzt sind aber mehr Leute hier. Wer zieht mich denn noch? Hallo? Wer sieht mich denn jetzt? Na gut, die jetzt sieht mich da. Meine Güte, ich will doch nur hier rein. Dann halt nicht. Ich bin von dir eigentlich ein Schiss. Ganz Crucible redet. Von dir. Cool. Ich frage mich ganz so, wie welche Schüsse brauche ich denn hierfür? Ne, hier nicht, denn da. Dies wird woanders freigeschaltet, okay. Du bist das Aufregendste, das ist was eine gute Frage. Jemals passiert ist. Und die Antwort? Cool. Ich glaube, das behalte ich lieber für mich. Warum vertragen die Gesellschaften sich nicht? Wenn ich es dir erzähle. Scheiße, Staffel bin ich schon leben. Und bald habe ich Konkurrenz. Na gut, also dann nicht. Vergiss es. Dann waren wir hier drin, ja. Was hier drin ist, wenn wir nicht da fahren oder wie? Bald keine Fenster oder hier. Okay, dann nicht. So, dann waren wir da, dann gehen wir hier rüber. So. Ja, die hatten wir ja gerade schon gesehen gehabt beim Kämpfen. Crucible darf nicht verlassen werden. Sagt wer? Schon was Cooles ist ja hier auch nicht, ne? Vielleicht habe ich nichts Einmaliges gefunden. Diese Blase der Ignoranz wird bald platzen. Leb wohl, Fremdling. Okay. Das liegt nur uns. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben ja auch jetzt ein paar Anzugsmods und Waffenmods haben wir schon mal, ne? Heißt, genau da, wo sie drauf dran ist, ne? Leute, quatsch mit dir mal. Ich hatte gehofft, dass du mich besuchst. Du stehst vor Königin Amanirenas von Kusch. Ich bin die Königin eines Totenreichs. Aber mein Name ist verdient. Und selbst der Sand der Zeit kann ihn mir nicht nehmen. Ich weiß deine Höflichkeit zu schätzen, doch meine Untertanen sind alle zu Staub zerfallen. Wenn du mir nicht glaubst, bist du nicht allein. Manche Klone verspotten mich insgeheim. Das weiß ich. Doch tief im Innern spüre ich, dass ich wirklich Amanirenas bin. Die Große. Und für meine Gegner, die Schreckliche. Ich erinnere mich an die verschiedensten Dinge. Gesichter. Verräter. Geliebte. Verbündete. Und Feinde. Und Düfte. Der richtige Duft kann mir die lebendigsten und schmerzhaftesten Bilder ins Gedächtnis rufen. Von Heimat und Königreich. Sehr weise. Ich weiß, wie das klingen muss. Ich befehligte mächtige Armeen. In Crucible bin ich allerdings noch eine Anführerin. Hast du von den Glaubenden und der Mission gehört?
Wir werden unseren rechtmäßigen Platz in den besiedelten Systemen einnehmen, um ein neues Zeitalter einzuläuten und die Zyklen von Unterdrückung und Gier zu durchbrechen. Viele spotten über die Mission. Vor unserer Wiedergeburt gibt es Dinge, die uns allen gesagt werden. Dass wir auserwählt sind, uns verbessern sollen, um zu lernen, zu wachsen, zu erblühen. Wir repräsentieren die größten Persönlichkeiten der Geschichte, um die besiedelten Systeme in ein goldenes Zeitalter zu führen. Könnten wir es selbst, hätten wir es schon längst getan. Mir ist es gleich, ob du meinen Plan für verrückt hältst. Aber wir wollen der Anlage beweisen, dass wir bereit sind. Wenn jemand sein Potenzial erreicht hat, soll uns die Anlage in den Sternen freilassen. Aber die Maschinen wurden über die Jahre immer anfälliger. Und niemand ist je als würdig erachtet worden. Du musst uns helfen, die Anlage zu reparieren, damit wir uns beweisen und unser Geburtsrecht beanspruchen können. Dann hör gut zu. Du musst dich zur Anlage begeben. Die Roboter und das, was sie antreibt, sind nicht hier. Sie kommen aus der Anlage. Irgendwo weit abgelegen im Osten. Niemand von uns kann dorthin. Du aber schon. Finde heraus, ob man die Anlage reparieren kann. Okay. Melde dich danach zurück. Okay. Aber das wird ja jetzt so ungemütlich hier. Du weißt, dass wir Jetpacks haben? Ja, weiß ich. Ich glaube, jetzt dafür ist einfach... Wir müssen die Prüfung bestehen. Ich will da hoch, weißt du? Sie klettert und dann fällt es einfach runter. Das ist dumm. Aber was macht denn Genghis Khan außerhalb der Mauern? Kann ich genauso gut fragen. Du kommst wirklich aus dem All. Okay, jetzt bist du anscheinend die da drin pennt oder so. Jo, fette Satellitenschüssel hier. Und das ist? Sieh die Waffen! Sie kommen! Jo. Fließ Blut! Ich weiß, dass Genghis ein Kind ist, aber... Sieh doch mal an! Wäre er aus einer Zeitmaschine gestiegen. Mit Hilfe, Alter. Na, findet ihr das hübsch? Die Frau aus den Sternen, komm, und du machst dir auch die Hände schmutzig. Die Welt da draußen ist wohl doch nicht so anders als die hier drin. Genghis Khan, ist mir eine Freude. Manieren kosten mich nichts. Aber täusch dich nicht. Ich tue alles, um diesem Gefängnis zu entfliehen. Schön, dass die Gefahren hier kein Problem für dich darstellen. Wer sich hinter Mauern versteckt, ist kein echter Mensch. Von den Robotern weiß ich, was ein Mongole wissen muss. Tiere zu jagen. Selbst diese ist keine große Herausforderung. Franklin hat es dir erzählt, dass wir Klone sind? Manche halten sich für etwas Besonderes.
sehen die Taten ihrer Namensvettern als ihre eigenen. Doch das ist reine Arroganz. Wir sind normale Menschen. Wie du. Wie alle anderen. Vielleicht hast du recht. Viele in Crucible würden dir zustimmen. Ah, all das Gerede hilft uns nicht weiter. Zu viele der anderen kriechen vor den verdammten Robotern und versuchen, ihre Rollen zu spielen. Die Abtrünnigen unterwerfen sich nicht. Irgendwann sind wir frei. Für Körper und Geist. Crucible hält einem den Thron hin und sagt, gehorche, dann gehört er euch. Aber Throne erobert man und erhält sie nicht von einer Maschine. Eine verlockende Lüge, die anderen auf Linie hält. Ja, wenn Crucible uns nicht fesseln würde... Ich bin ein Dutzend Male bei dem Versuch gestorben, Crucible zu verlassen. Man entfernt sich zu weit oder gehorcht nicht und stirbt. Crucible hat uns in der Hand. Aber nun haben die Roboter einen schweren Fehler begangen. Dich. Du kannst überall hin. Du hast deine Zukunft in der Hand. Und die Gesellschaften wissen das. Hey, also, wer will befreit werden? Die andere will eigentlich ein bisschen wie so ihr eigenes Reich haben, oder wie hab ich das jetzt richtig verstanden? Macht das falsch, wenn ich dich befreie? Wenn viele Menschen leiden, Crucible tötet euch? Oh ja, man kann ein paar Kilometer gehen, dann fällt man tot um. Ich weiß nichts von Medizin, aber wahrscheinlich ist es Gift. Mein Blut kocht, wenn ich so unterworfen werde. Aber zu viele der Klone sind Schafe. Solange ihre Pferche sauber und bequem sind, blöken sie die Argumente nach. Ich spüre Feuer in dir. Gut, das brauchst du. Du weißt von der Anlage, oder? Bring die Maschinen dazu, uns gehen zu lassen. Es ist nicht viel verlangt und wird uns befreien. Sprich mit Franklin. Tja, also zwei Gegensätze. Jetzt aber mal sagen, soll dieses System stehen bleiben oder nicht? Du kennst also die anderen Gesellschaften. Ich gebe zu, ich bin neugierig, was ein Fremdling von ihnen hält und von ihren Positionen. Du dürftest die erste neutrale Partei sein, der wir jemals begegnet sind. Sehr diplomatisch von dir. Die Anlage hat einige der verbohrtesten und gefährlichsten Figuren der Geschichte versammelt. Sie hat ihnen gesagt, sie sollten ein goldenes Zeitalter einläuten, mit welchen Mitteln auch immer. Uns alle freizulassen, ganz oder teilweise, wäre eine Katastrophe. Wir können uns ja kaum selbst anführen. Das hat auch wieder recht. Gerne. Die Anlage verfällt augenscheinlich. Es wäre unhaltbar und unklug, wenn wir sie reparieren und den Status quo beibehalten. Unsere Gemeinschaft muss von den Maschinen entwöhnt werden. Sie muss lernen, sich selbst zu verwalten. Sie muss Familien gründen dürfen, damit wir unser Wissen weitergeben können. Und wir müssen sterben dürfen, wenn unsere Zeit kommt.
Eines Tages werden wir zu den Sternen fliegen können. Da sind wir aber noch nicht. Mit der Zeit wirst du sehen, wie stichhaltig mein Argument ist. Okay. Finde in der Anlage heraus, was wir tun können. In der Anlage will ich mal auf jeden Fall mal gucken. Hier drüben, wir müssen reden. Ich hatte manchmal... Nicht hier, hier ist es zu gefährlich. Es geht um Roosevelt. Du musst etwas über ihn wissen. Danke. Es gibt eine... Naja, eine Höhle vor der Stadt. Dort kann uns niemand belauschen. Komm bitte, so schnell es geht. Idealerweise, bevor du zur Anlage gehst. Ich kenne Jenkins. Viele Versionen von ihm. Glaubst du, das weiß ich? Wir treffen uns in der Höhle. Zu wissen, wie man die Sterne... Bis zum nächsten Mal. Ist richtig unter... Ist richtig auf... Kurz aus. Ah, danke. Ich würde sagen, jetzt ist das vielleicht mal die Chance, dass ich hier knacken kann. Sammeln einen Sachen. So. Patsch, patsch, patsch. So, dann. Den dahin, oder? So, und hier. So, vielleicht, und. So, und dann. Wer das verschlossen hat, muss etwas Wichtiges versteckt haben. Roosevelt ist der Einzige, der sich für uns als Menschen interessiert. Ich glaube, du sollst gar nicht hier sein, ne? Kann das sein? In Crucible wird man nur alt, wenn man klug ist. FDR ist der Klügste unter uns. Okay. Das wird... Schade. Hätte ja klappen können, ne? Ups. Ich habe ja gespeichert zum Glück. Aber das Bild ist nicht von mir. Leider. Hat auch was. Dö-d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 ö
Eishöhle. Die Söhne, okay. Was erzählt du bist uns? Gekommen? Ich darf nichts riskieren. Diese Klone sind psychotisch, verrückt. Wenn sie erfahren, tut mir leid. Ich kann es nicht riskieren. Du machst es nur schlimmer. Ich bin nicht Wyatt Earp. Ich wünschte, ich wäre es. Ich wurde von einem Monster geklont. Amerikas erstem Serienmörder, H.H. Holmes. Ich fasse es nicht. Du armer, armer Mann. Es ist ein einziger Albtraum. Du würdest in der Anlage sicher herausfinden, wer ich bin. Und wenn du es diesen blutrünstigen Wahnsinnigen sagst, töten sie mich. Und das würde ewig so gehen. Jedes Mal, wenn mein neuer Klon erscheint. Folter, Tod, die reine Hölle. Ich fürchte, es heißt du oder ich. Ich werde dich töten. Oft. Ich sehe einfach keinen Ausweg. Du hast keine Chance gegen mich. Wirf dein Leben nicht weg. Du kannst schon mal als Genghis Khan. Sei der Held. Das kannst du entscheiden. Wyatt Earp war ein Held. Vielleicht kann ich. Wirf dein Leben nicht weg. Ich will nicht sterben. Aha. Ich will dir ja glauben. Wirklich. Ich vertraue dir, okay? Aber bitte, sag es niemandem. Das hier ist nie passiert. Warte, die Credits, ja. Okay. Ach komm, jetzt heißt es sogar H.H. Holmes. Oh. Anlage, jawohl, machen wir. Hm. Ich finde den Planeten etwas Nützliches entdeckt. Ich finde den Planeten irgendwie sehr interessant. Weiß auch nicht warum. Ich glaube, ich erstmal ein bisschen gerne Planeten erkunden. Wenn jetzt töten, bringt nicht viel Geld an. Guck mal, da will noch anders von mir. Ups. So, klar. So, doch mal in die Richtung zu dem. Guck mal, Level 65. Und da ist er tot. Ich dachte ja, meine Waffe ist krass. Overpowered. Das haben wir. Die würde ich gerne mitnehmen, danke. Hinter mir? Oh. Hätte ja fast geklappt, da. Auch wieder Schaf. Der Schaf ist eigentlich am geilsten, weil die kommen sehr häufig vor. Und geben sehr viel irgendwie zu unterschiedlichen Mengen halt, unterschiedlichen Größen die Herden und sie greifen halt immer alles simultan gleichzeitig an. Was für einen natürlich dann super ist. Also muss man halt eben bei einem anballern und es kommen alle auf einen zu. Entdeckter Krater. Was bist du denn?
War der Level 85? Ui. Aber trotzdem viel getan. Hat trotzdem Aua gemacht. Ist hier jemand drin? Nee. Ist das eine Art Fledermaus? Spinnenfledermaus? Echt eine Spinne mit, Spinne mit fucking Schwimmhäuten. Ja, das ist eine gute Beschreibung. Spinne mit Schwimmhäuten. Pflanzen gibt es hier nicht so viele, was ist das auch nicht? Muss mal im Nachladen. Ich will eigentlich nur. Was ist da? Ah. Wie einfach meinem Schuss ausweichen, hallo? Ah. Ja, einfach meinem Schuss ausgewichen ist. Da versteht er sich schon ein Beef mit mir. Ja, jetzt ein Beef. Jetzt ist es zu late. So, haben wir den noch. Das ist echt viel, viel Teilzeug. Sehr viel Zeug gibt's hier. So, ich will aber unbekannte Sachen entdecken. Und sehe ich gerade noch nicht so viel. Haben wir es doch. So, zack. Ich habe wahrscheinlich auch schon mal. Ne? So. Hallo? Stirb. 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 So, wir haben noch ein Level gemacht. Hinten jetzt, ja, hier darf ich nicht reingehen. Hier muss noch, dauert's noch. Da darf ich noch nichts machen. Oder beziehungsweise noch nichts, was ich, glaube ich, skillen will, oder? Nein, nicht. Ja, hier könnte man vielleicht immer mal reingehen. Im Kopf haben wir noch gar nichts gemacht. Ja, hier müssen wir noch warten. Jetzt lohnt sich eigentlich, das ist so krass gerade. Es gibt ja wieder ein bisschen mehr Leben. Das ist das erste Weg am Ende, dass du wenigstens deutlich weniger Sauerstoff verbrauchen wirst. Das ist das einzige, aber auch muss man ewig machen, bis man das dann macht. Ich da Schleichangriffe für machen muss, ich habe schon nicht gelesen gehabt, leider. Das war ein bisschen mein Fehler. Naja, gut. Ja, dann machen wir hier die letzten Pflanzen noch. Ich finde mir noch ein paar kleine Tierchen. Ui. So. Dann mach ich mal 50 von den 50%. Ist auch schon mal was. So. Aber ich laufe einfach weiter. Ich muss mich ja hier auspowern und ohne Gefahr sehe ich hier ja eh nicht. Ihr seid so schön feindlich. Okay. Irgendwie ist meine Waffe nicht mehr so. Und was ist das? Was ist die Sache noch? Dieser Körperteil sollte zu gebrauchen sein. Ja, ich habe meine Ladies, die mich immer beschützen werden. Ja, glaube ich, einen dieser Spinnen, ne? Schon wieder. Ja, haben wir die mal. Oh,
einiges. Okay, ihr seid auch Schaden. Okay. Immerhin wird mir nicht langweilig. Achtung! So. Junge, Junge, wo sind wir hier reingeraten? Was wir auch haben, ne? Wir wollen. Ja. Das ist insgesamt ein sehr merkwürdiger Planet. Ich glaube, der ist absichtlich so gemacht. Würde ich das behaupten? Ja, ich würde auch noch den scannen. Jetzt geht vielleicht noch einen weiteren Scan. Ich hoffe da. Jawohl, haben wir den auch. Komm mal. Sehr schön. Da sind wir, glaube ich, auf die Voila. Beiseite. Ernsthaft. Ach, diese Schnecken sind das. Okay. Hey, Schnecken brauche ich auch noch. Oh. Hi. Schnecken brauche ich auch noch. Stimmt. Gleiter heißen die, okay. Diese Spinnen. Oh. Oh. Anscheinend ist es getriggert. Ich wollte schon das da haben, ne? Genau. Eigentlich wollte ich nur das da haben. Das soll uns halt gute Erfahrungspunkte. Manchmal ist es komisch. Geht ja, manchmal können wir das einfach so alles weg. Und manchmal halt eben nicht. Ist das noch was Neues hier? Ah. Ach, die Dinger. Stimmt, die gibt es auch noch hier. Stimmt. Die hatten wir auch noch hier gehabt. Stimmt, ja. Also fremdet euch den Arsch, ne? So. Ah, hier sind jetzt mehr von denen unterwegs. Sehr schön. So. Will das hier irgendwie Stress mit mir anfangen oder so? Ach, das haben wir auch schon jetzt. Cool. Wir haben noch diese Grase nochmal, ne? Die Grase, die fehlen wir und halt eben die Pflanze. Ach, ich liebe es, Planeten zu erkunden. Wie viel brauchen wir denn von den Grasen noch? Zwei Stück. Oh. Was ist es? Tierisch, pflanzlich oder mineralisch? Das ist immer noch was. Ja, okay. Zwei Viecher? Ich kann immer noch ein Insekt irgendwie scannen. Okay. Aber welches? Hm. Und da war der Krater, den wir uns angeguckt hatten. Okay. Alles gut.
So, welche Tierart fehlt mir denn noch hier? Reichkleinfische hatten wir ja schon. Wir sollen mal diesen einen Baum finden, ne? Hallo? Danke. So. Ein bisschen Erfahrung machen noch nebenbei. So. Und endlich. Erstmal ein Bäumchen. Ja, wohl. Für die Erfahrungspunkte, ne? Ach, reicht immer noch nicht. Scheiße. Ich dachte, wir hätten inzwischen mal genug. Ja, komm schon, hallo? So, einer. Fehlt noch. Ein einziger. Komm schon, gib mir. Wo sind die letzten Baum? Hoffentlich verdirbt es nicht zu schnell. Ich hätte echt auch da laufen, wo ich es gesehen hatte. In der Richtung war ja noch was gewesen. Oder? Das ist blöd. Was ist in der Richtung? Ein blöder Baum fällt mir noch. Da hinten. Den dann nehme ich mir. Dann haben wir den fertig. Jetzt jede Menge Kabelfischer, Monster und alles. Boom. Machen wir euch alle Platz. Wo ist dieses Kabelmonster? Ne, wer will Stress da? Du Rudel, du. Ne? Zack, zack, zack. Erledigt. So. Tja, was hatte ich denn hier noch nicht gescannt gehabt? Frage ich mich. Genau, einfach mal den Planeten umgründen. So, wir waren ja jetzt. Ah. Immer hier noch eine Eiswüste zum Beispiel. Nur 75%, siehst du mal. Gibt es am Wasser was? Stimmt, Wasser sollte ich vielleicht noch checken können. Aber gut, das ist okay. So. Hier soll es auf jeden Fall noch Viecher geben, die wir töten können. Und es gibt hier auf jeden Fall noch Merkmale. Stimmt, Merkmale habe ich kurz vergessen. Also. Ja, jetzt das. Oh, du lebst. Vorsicht! Ja, ich hatte solche Angst. So, was haben wir denn hier? In dieser Einöde. 1:0 gescannt, nice. Eins und zwei, okay. So, amphibische Dichter. Not Erfahrungspunkte. Aber irgendwie tiertechnisch. Das haben wir gerade nichts, ne? Achso, wirklich. Da können wir uns auch nochmal leer sprinten. Muss ich ja nur 50 Mal machen. Ich muss das sehr übertrieben finde, aber gut.
Wie weit sind wir denn jetzt? Wir haben 4 von 50, wow. It's not nicht so viel, ich finde. Aber gut. Ich kann jetzt mal gehen, wenn wir nicht mal da sind oder so. So, ich sehe keine Flugviecher, ich sehe keine Krabbelviecher. Ich sehe echt gar nichts. So komische Graser, die im Schnee liegen, wo es kein Gras gibt. Muss man einfach mal sagen, ne? Komisch. Komik. Ist echt der Punkt unten ein Kompass oder? Ist das Norden oder? Ist das einfach nur, dass da was ist und wir kommen ihm näher? Ein Misthaufen, ja. Der schmeckt echt, der 85er, ey. 135 Dingenspunkt, Erfahrungspunkt jedes Mal. Die zwei Schüsse mit meiner Schrotflinte. Das schmeckt. Das schmeckt richtig. So, jetzt haben wir hier in der Stunde nichts mehr. Jetzt steht Stein laufen, toll. Hier bin ich ein bisschen enttäuscht von, muss ich sagen. Also werden wir woanders hingehen. So, wahrscheinlich. Haben wir hier noch was? Gehen wir hier in die Küstengebiete. Ozean gibt's, okay. Also gedünne Küste, jawohl. That's my place, glaube ich. Wie? So. 450 Meter. Aber wir gehen jetzt mal Richtung Küste. Das ist ein Radius, den man so sehen kann. Ja, das finde ich, ich auch gerne größer. Dass ich vielleicht einfach im Visier direkt haben kann und auch meine Waffen nutzen kann im Visiermodus oder so. Das ist auch noch was Schönes. Meine Ausdauer hier verballern. So. Wenn man übrigens nicht überladen ist, dann kann man. Dann kriegt man auch keinen Schaden. Ist mir aufgefallen. Naja. Wir haben fast immer ein Fünftel schon. Ist doch schon mal was. So. Hier schon irgendwas Neues gesehen? Nein. Ich bezweifle jetzt aber auch, dass es jetzt drei Fischarten gibt. Irgendwie. Oder? Dafür muss ich mal noch die Merkmale dieses Planeten entdecken. Kupfer, ein Merkmal, ja. Also das ist das Artenreich. Jo, okay, es ist doch artenreich. Vielleicht erfahren wir so, wo das nächste Restaurant liegt. Wieso das nächste Restaurant? Ja, das ist cool. Der frisst hier das? Ja, der frisst hier einfach. Ja, ich würde gerne meine Waffe ziehen. Achtung! Und dann Fischer. Oh, okay, es hat hier raus.
Wasser ist gefährlich. Ja, es sollte nicht im Wasser sein, ich hab verstanden. Warte bei Abstand vom Wasser halten. So, musst du diesen Jäger die ganze Zeit finden, ne? Das wird, glaube ich, ein großes Problem, weil der war jetzt Einzelgänger. Max, dem hat auch schon wieder Schaden genommen. Die Fische sammeln wir schon mal. Ich muss diesen blöden Jäger immer wieder finden. Wie da. Mit einer Shotgun wohl gemerkt, ne? Will ich noch einen merken? Ja, aber er ist jetzt 25, naja. Also wir brauchen noch 6 Stück von dem. Das meine ich mal. Jetzt hängt es wieder, weißt du? Woran liegt es? Dass die Biome so nachladen? Ist einfach, weil ich so viel erkundet habe? Bin ich zu schnell am Erkunden? Ich wüsste es halt gerne. Ich wüsste es dort gerne. Ist er doch böse? Sir ist auch schlau, ne? Ihr sieht mich hier ballern und läuft mal einfach in die Schusslinie rein. Weg, ich will einfach nur. Ich will einfach nur Fischis finden. Gib mal einfach nur die Fischis. Hallo? Ja? Entdeckung! Ja, meine. Cool. Hab ich die Erfahrungspunkte nicht bekommen dafür? Nice. Jetzt krieg ich die Erfahrungspunkte. So, da haben wir noch einen. Ich hab dich gesehen, Kollege. Zeig dich. Er will sich mal zeigen, verdammt. Er hat mich ausgetrickst. Na ja gut, dann würde ich sagen, ich mache hier an der Stelle weiter. Und ihr seht einfach nur, wenn ich schon fertig bin. Also bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao, ciao.